Willkommen bei KK heißt so viel wie Chaos in der Küche. Das schreiben wir aber mit C. Chaos. Du hast überhaupt keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Kochvideo, so wie ihr sehen könnt, weil wir stehen in der Küche und der macht nur Schweinerei. Ich weiß, dass ich mich jetzt schon aufregen werde. Ja, der Experte. So, der Experte kocht und zeigt euch jetzt mal, was er kocht. Hier, eine Qualle. Ist eigentlich, hier, da läuft Blut noch runter. Hör auf. Das ist eine Leber und zwar nicht irgendeine Leber, sondern das dürfte sich dabei nämlich um eine geschmeidige Rehleber handeln. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Also wie man diese Leber so zubereiten kann, oder da kann man auch mit einer ganz normalen handelsüblichen Rinder- oder Schweineleber auch machen. Ich werde dies nicht essen. Naja, guckt euch das an. Mann, hör auf jetzt! Ich habe schon wieder Blut auf dem Boden. So muss also sein. Ich werde das nicht essen. Ich esse keine Leber. Doch. Nein. Und Wildleber schon mal gar nicht. Also, er zeigt euch jetzt mal, wie er Leber und alles andere hier zubereitet. Du musst dir helfen. Mache gleich einen Kaiserschmarrn von Mondamin aus der Dose. Tüte. Dose. So, was macht. Jetzt erklär mal ein bisschen was. Du bist ja eigentlich Jäger. Ich bin eigentlich hier Experte. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen diese. Nein, du bist doch auch ein Jäger. Ja, mal gewesen. Hallo? So, jetzt schneiden wir einfach erstmal hier so ein bisschen diese Fetzen darunter, diese Haut und diese Gallengänge und so. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Jagd. Was soll ich über die Jagd erzählen? Dann gehst du in den Wald und auf die Jagd und dann holst du dir eine Rehleber aus dem Wald. Die wächst an Bäumen. Die wächst in dem Reh. So. Scheiße. Und so viel braucht man da gar nicht abschneiden. Gar nicht so viel. Also es ist nicht wie bei der Rinderleber, hier zum Beispiel, also ich bin ja gelernter Fleisch- und Haferbauer, bei der Rinderleber musst du die ganze Haut abziehen, sonst wälzt die sich. Ja, toll. So, wir sind wieder... Oh, Telefonat ist beendet. Oh, wir sind wieder da. Der Putzel ist auch da, guck mal, ich zeig euch den mal. Da ist der Putzel. Putzel. Putzel will auch keiner sehen. Sag mal hallo. Die wollen hier Blut sehen. Sag mal hallo, Putzel. Hallo, Putzel. Putzel ist eine Katze und der kann nicht reden. So, er nimmt jetzt alles auseinander. So gut das eben möglich ist. So, denn weiß ich jetzt auch noch nicht genau, wie wir da weitermachen. Also, wir haben jetzt diese ganzen... Oder den größten Teil. Und wegspülen darf ich es, ne? Nur ja, zu Info. Sowieso. Ne? Mal putzen, willst du ein bisschen Leber haben? Nein, David, hör auf. So, und dann. Ich bin froh, dass der schon nicht mehr kotzt. Machen wir einfach Folgendes. Wir nehmen die Leber und schneiden die so ein bisschen schräg an. Und zwar in solche schönen Portionchen hier. In so eine schöne Scheibchen. Ja? Könnt ihr das sehen? Kann man das gut sehen? So. So, das wäre dann mal so Schritt 1. Vorbereiten der Leber. Ne, wie gesagt, da könnt ihr auch mit normaler Schweineleber machen aus dem Laden oder mit Rinderleber geht das auch. Müsst ihr nur nachher beim Gewürz müsst ihr halt was anderes. Nur beim Hähnchenleber ist er eh kleiner, da brauchst du ja gar nicht schnibbeln, ne? Nee. Die ist aber sehr dunkel. Ja. Ist das so bei Wild? Ja. Das ist so bei Wild. Kann auch sein, dass das Tier einfach hier, dass das krank ist, dass das den Alkoholiker-Reh war das vielleicht. Mein Gott, red doch nicht so einen Müll. Ja doch, dann wird das so. Leberzirrhose und so, kennst du, ne? Mhm. So, das kann man so lassen. So, das ist ein Stückchen. So, dann haben wir hier nur so ein bisschen gefrisselt. Das tun wir dann in den Biomüll. Da habe ich extra schon eine Tüte hingelegt. Jawohl. So, wie geht das jetzt weiter hier? Oh, die Kamera wandert wieder. So, Wiedersehen, macht's gut. Ja, damit er Platz hat. Jo, jetzt wasche ich mir schnell die Finger. Du bist so unprofessionell. Ja. Du bist eben die Professionelle. Hallo.
Ich habe gerade Haare geschnitten. Wolltest du nicht sonst noch irgendwas hierbei Praktisches oder Nützliches beitragen? Oder? Nö, ich wollte meinen Kaiserschmarrn machen, ja. Aber das dauert ja. Ja. Kann ja nicht an Herd. Das ist ja alles besetzt. Also gibt es wahrscheinlich Kaiserschmarrn eher nicht. Okay. Sondern den mache ich dann ohne Kamera. Oh, ohne Kamera, genau. Der ist ja nicht so schwierig. So, sinnvoll war natürlich jetzt die Hände erst zu waschen und jetzt wieder die Leber anzupassen. Naja. So, ich habe mir was vergessen. Wenn die so auf dem Haufen liegt, ist das doof. Wir breiten die jetzt mal ein bisschen aus hier. So. 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 Und jetzt Finger waschen. Oh. Ja, ist doch mal so. Du könntest mir auch mal hier wie im OP, Tuchbarung. Da hängt ein Tuch. Das kannst du ja wohl selber nehmen. Ja, nee, kann ich nicht. Mhm. So, jetzt machen wir Folgendes. Was brauchen wir noch? Für die Leber habe ich überhaupt schon gesagt, muss ich das vorher sagen oder machen wir das einfach so live hier? Wir brauchen Mehl auf dem Teller. Hallo? Da hilf mir doch mal, Frau Expertin hier. Ja, ich gucke in der Kamera. Ja, ob ich hier noch erklären muss, was wir noch alles so brauchen. Ja, natürlich. Ich brauche ja die Leute brauchen die Zutaten. Ja, das sehen wir, wenn ihr jetzt, die müssen jetzt von den Anfang. Das muss ja hinterher auch unten reingeschrieben werden. Also, was brauchen wir? Eine Wildleber. Ja, oder eine normale Schweineleber oder eine Rinderleber, also eine ganze, aber so ein Stück Haut, ne? Ja. Wenn man halt Leber macht. Dann braucht man Mehl. Mehl haben wir hier ganz normal Mehl halt, ne? So. Ja. Ja, muss man ja zeigen. Das Zwiebeln. Viel Zwiebeln. Brauchen wir noch. Apfel, aber nur wenn man mag, ne? Ich mag sowas nicht. Der muss da rein. Hier, ein ich Apfel. Ich mag das nicht. Ne? Wie die Erdkugel und Apfelkugel. Der Apfel ist nämlich eine Scheibe. So, was brauchen wir noch? Dann normal reicht eigentlich Salz und Pfeffer. Nicht so nah. Doch, das kann man sehen hier. Ne? Salz und Pfeffer. Hier, da steht zwar Majoran drauf, ist aber Salz drin. Haben wir selber gebaut. So, und dann kommt eben, weil es eine Wildleber gibt, haben wir noch hier. Nehmen wir das Gute von Ostmann. Jetzt muss eine Dauerwerbesendung reinschreiben. Mach ich eh. Machst du eh. Guck mal hier, das Gute von Ostmann nehmen wir nämlich so ein bisschen. Gibt es extra Wildgewürz. Das kriegt man also in allen guten, gängigen Geschäften außer Lidl und Aldi. Da kann man ein bisschen Lama brauchen oder Bratfett. Nimm bitte das Bratfett, was oben steht. Dafür ist es da. Gut. Das ist schon fast leer. Also hier, wir haben Bratfett in der Tube. Oh, ihr wisst ja hier nicht, ist in flüssig, in Plastikflaschen. Wir leben ja hier nachhaltig. Habt ihr ja dann kann ich doch nichts tun. Ich produziere das doch nicht. So. Jo, und Mehl. Ja, stellst du das Mehl auch wieder dahin, wo es hingehört? Das kommt später. Nein, das macht man sofort. Und guck mal. Nein, was man da macht. Da ist nämlich ein bisschen Mehl oben drauf. Und dann pustet man das weg. Und dann macht man das wieder zu und stellt es dahin. Dann hat man auch sofort Ordnung. So, jetzt kommen wir hier zum Kochen. Hört auf mich. Jetzt kommt hier einfach Salz drauf. Nicht so hoch, sonst ist das Salz wieder unten auf dem Boden. Ja, da kommt hier, da muss man ja sehen in der Kamera, sonst sieht man das ja nicht. Da kommt Salz drauf. Dann ein bisschen Pfeffer. Also jeder Experte würde sagen, die Leber grundsätzlich nicht salzen formen. Ja, weil die alle keine Ahnung haben. Braten. So einen Scheiß nicht erzählen. So, und dann habe ich hier in meinem Gläschen, da ist halt auch Wildgewürz drin. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, habe ich hier nur in einem Töpfchen drin. Und jeder Experte, der sagt, Leber vorher nicht salzen. Warum nicht? Erklär es mir. Was soll denn da Schlimmes passieren? Angeblich wird zu hart, ja. Aber die wird auch hart, wenn man so zu lange geht. Bla bla bla, das ist denn, ja, die ist vorher, nee, gebraten ist sie richtig. Ja, dann hast du vorher gesalzen. Ja, habe ich vorher gesalzen. So, jetzt mache ich jetzt die 17 Minuten wieder, die Finger waschen muss. Ich mache mir schon mal den Ofen an, weil wie gesagt, ich ja keine Leber esse und deswegen gibt es bei mir einen Auflauf. Ja, also den mache ich nicht selber. Der ist schon fertig. Darf ich mal fragen, machen wir jetzt hier durch? Du hast gesagt, du machst auf Pause oder so. Ich habe ja gesagt, ich mache für euch ein 3-Stunden-Video, aber Frau Expertin möchte das. Der kommt dann gleich mal wieder. Wohin? Also, er hat jetzt die Leber gewürzt und er meldet sich dann gleich wieder, wenn er die gemehlt hat und anbrennt. Das muss ich ja zeigen.
Aber obwohl, er sollte die Kartoffeln vielleicht auch schon mal anfangen anzubraten, das wäre sinnvoll. Das kommt dann noch. Erstmal, sie bleibt jetzt erstmal liegen. Wir bereiten die Leber jetzt erstmal noch vor. Dann kann sie hier, ich mache wieder Salz da drauf, vorm Braten. So. Was schreist du eigentlich so? Bist du bekloppt? Ja, damit das jeder hört von den angeblichen Experten, die wieder mal keine Ahnung haben. Genauso wird auch erzählt, man dürfte keine frische Zwiebel an Kartoffelsalat machen, weil er sonst schlecht werden würde. Habe ich schon mal erwähnt. Wollen ja, also, da gibt es Leute, die gibt es gar nicht. So, seht ihr hier richtig schön einstauben mit Pfeffer. Jetzt noch ein bisschen Wildgewürze drauf. Ja. Na, was ist denn jetzt hier? So, zack, 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 zack. Ja, guck. So, und dann kommt diese Leber einfach noch schnell ein bisschen in Mehl. Ich brauche noch eine Ablage, einen Teller. Hallo, zurück. Ich habe ohne euch Leber gemehlt. Also einfach danach würzen und das schön in Mehl einpudern. Also ohne, jetzt nicht wie beim Schnitzel, ne? In Eigelb. Nein. Oder Ei. Habe ich also auch nie ohne. Erwähnt. So, und jetzt schälen, ja, wir hier, jetzt schälen wir hier einen Apfel. Das habt ihr noch nie gesehen. Ein Apfel. Kennt ihr nicht? Weiß ich. Und sag mal, sind eure Männer eigentlich auch so in der Küche? Solche Bäh? Was, solche Bäh? Die machen alles dreckig, ja, so wie hier unten das, schon wieder alles voller Mehl ist. Das sind eben Männer und keine Experten. Und beim Experten ist, ne? Beim Experten ist Dreck. Nee, gar nicht. So, der kann nämlich ganz toll einen Apfel schälen. Für alle, die ihn noch nie gesehen haben, hier, ich zeige euch das nochmal. Das ist ein geschälter Apfel. Also ich muss sagen, der Experte ist wirklich der Experte. Der kennt sich aus, der weiß. Halt mal den Rand bitte. Ja. Für, wirklich für Wild in diesem Haus. Ich kann es nicht. Ja, wir haben früher auch nie Wild gemacht, außer Kaninchen. Kann man das als Wild machen? Nein. Stallhase ist doch, oder Stallkaninchen ist doch. Na, also bei uns gab es wirklich nur, was so in die Ecke ging, Kaninchen. Und das habe ich auch nicht gemacht. Das macht er auch. Kaninchen zu Weihnachten macht er auch. Also Wild ist wirklich seine Abteilung. Leber mache ich ihm auch, aber nur Schweine- oder Rinderleber. Kalbsleber hat es bis jetzt, glaube ich, noch nie bei uns gegeben. Zu teuer. Ja. So, hier aus den Äpfelchen machen wir hier das Kerngehäuse, machen wir auch noch aus dem Messer so ein bisschen, so zack, einmal da drunter ein bisschen hochhebeln und dann geht das schon raus hier. Ne? So. So, wenn jetzt Blut fließt, dann wäre das Expertenblut. Weil Äpfel ist da, ist zwar ein, in dem Sinne ein Lebewesen. Ist das egal, was für ein Apfel, den man gerade zu Hause hat? Ja, ist eigentlich scheißegal. Also egal, ob, also wir haben schon alles genommen. Boskop oder halt auch diesen Granit Smith haben wir auch schon genommen. Also das hier ist Golden Delicious. Ja. Ja, der scheint mir auch ganz gut zu sein. Immer so einen, den man nicht dann auch mit auf der Arbeit nimmt. Ja. Also da habe ich keinen besonderen Favoriten oder so, keine Ahnung. Apfel halt, ne? Aber ein Apfel und ein Ei. So. So, jetzt haben wir den Apfel geschält. Also mein, wollte ich euch nur mal sagen, mein Auflauf ist schon im Ofen. Guckt mal. Ja, es gibt für mich dann so einen Auflauf. Und da wir heute Sonntag haben, wo wir das Video machen, Monique, glaube ich, auch nicht so auf Leber steht, macht sie sich halt ihre Schüsselchen, ne, die ich immer kaufe, in der Mikrowelle. So, jetzt hier, guck mal ran mit der Kamera, das genau sieht, wie ich mir die Finger schneide. Ich schneide. Nimmst du bitte ein Brettchen? Nein, das ist, du hast es noch nicht gespült, also mache ich das ohne Brettchen. Hallo. Hallo. Bitte das Brettchen nehmen. Ja, spüle es. Wegen hier, sonst hast du... Ja, hast ja. Du drin. Ja, jetzt ist so. So. Was soll ich jetzt so lange erzählen? Du kannst nicht einfach weggehen. Ich schneide jetzt hier den Apfel oder ja, einfach nur die dünne Scheiben. So, hier, ungefähr so. Ja, kann man das sehen? Kann man jetzt sehen? Mann, ich habe mich wieder was zu überreden lassen hier. Ne, hier, Apfel. Ne? So, einfach nur so. Und das machen wir jetzt hier mit kompletten Apfel. Eine Leber muss viel Zwiebel und Apfel haben. Sonst schmeckt die nicht.
Lasst euch da nichts anderes erzählen. Da muss Apfel dran. So, ich warte jetzt auf meine Expertin, dass die mal wieder kommt. Frau Expertin? Ja. Genau. Ich weiß auch nicht, was ich hier noch sonst erzählen soll. So, wir schneiden jede Menge Apfel. Apfel, 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 Apfel. Ja. Können wir einen Stummfilm rausmachen? Ihr könnt einfach nur zugucken, wie ich Apfel schneide. So, bist du auch mal wieder da? Nein, du kannst die Leute nicht alleine unterhalten und hast auch mal so große Fresse. Ich sag gar nichts mehr, solange du nicht da bist. Sonst hat er auch immer so große Klappe und fällt mir ständig ins Wort, ne? Aber wenn, ne? Dann kriegt er die Schnauze nicht auf. Ich schneide den Apfel, was soll ich da noch groß erzählen? Was willst du jetzt? Ja, du musst die Kamera verwalten, da mal Pause machen oder so. So, als nächstes kommt ganz spannend. Ich schäle eine Zwiebel und schneide die in kleine... Ja, wir melden uns dann, wenn die Zwiebeln wieder in Scheiben geschnitten sind. Was willst du? Moin. Da ist er wieder. Zwiebeln sind geschnitten, Apfel ist geschnitten, jetzt kommt der ganze Rotz in die Pfanne. Beziehungsweise, bevor wir das machen, was mache ich denn dabei? Ich mache dabei einfach noch ein paar Kartoffeln. Wir hatten nur so ein paar Kartoffeln von gestern. Ja? Und die brate ich mir einfach auf in der Pfanne. Da kommen wir jetzt. Entschuldigung, aber das ist sehr unprofessionell ja, hier so, alles. So kennen wir dich. So kennen wir dich. Ne? Also, ich habe jetzt den Ofen mal in. Was machst du da, Schnecke? Die Schnecke ist am Leckerchen, die möchte naschen. So, ein bisschen Bratfett. Und was muss man Kartoffeln unbedingt dran? Ja, weiß es. An gute Bratkartoffeln? Speck. Nee. Butter. Mein Gott. Nee, nicht mein Gott. Gib es her. Nein. Ja, die holst du mir jetzt eh wieder. Bist du blind oder was? Ja. Schrei nicht so. Außerdem tut man die Butter halt noch nicht jetzt da rein, weil das sie verbrennt. Das hab ich gar nicht vor. Aber ihr müsst wissen, warum er so aussieht. Er tut viel zu viel Fett. Gar nicht, das war beim Braten. Nee, überhaupt nicht. So, was sollen die jetzt sehen? An den Rand der Pfanne oder gehst du mal ein bisschen dahinter, damit man da reingucken kann? Da kann man reingucken. Da kann man auch nicht reingucken. Wo ist der drauf? So. Ja, jetzt warten wir bis wir warten jetzt. Wir schmeißen euch jetzt wieder raus, bis hier Kartoffeln reingehen in die Pfanne. So, da sind wir wieder. Ja. Und ja, beide Pfannen sieht man. Genau. Genau, in die eine Pfanne kommen jetzt hier schön die Kartoffeln von gestern. So, das Praktische war, die waren ohne Salz. Das stimmt. Also, wenn ihr wirklich dann nochmal Kartoffeln vom Vortag habt, ich mag die nicht einen anderen Tag nochmal essen, aber als Bratkartoffel mag ich die schon. So, da auch so kein Salz dran war, jetzt ein bisschen Salz dran. Oh. Ja, ich habe irgendwie das Salz vergessen. Weiß auch nicht, wie das kommt. Ach, irgendwie, wenn du nicht alles selber machst. Ja, genau. So, Salz, Pfeffer, reicht. Und dann kommt dann her noch ein Stück Butter rein, ein Riegel. Ihr könnt da auch noch am Ende, also ihr könnt auch noch Speck reinmachen, Zwiebeln. Ich sag, für so eine Pfanne sind 500 Gramm Butter vollkommen ausreichend. Hallo. Und wenn man mag, vielleicht noch ein paar Kräuter hinten drauf. Aber die haben wir nicht. Hinten drauf? Naja, auf jeden Fall stelle ich die jetzt mal ein bisschen runter. Ja, die Pfanne ist jetzt nicht die beste für Kartoffeln. Wir wollten mal so eine gusseiserne Pfanne holen. Oh. Aber die habe ich verpennt, als ich jetzt letztens beim Lidl war oder beim Aldi. Oh, naja, kriegen wir schon nochmal rein. Jetzt vor Weihnachten kommt eh alles nochmal doppelt und dreifach. Das ist ein Klumpen Butter, ne? Mein also, Gott! 500 Gramm Butter reichen vollkommen aus für so eine Pfanne. Steht da hier, ne? Also ich habe eigentlich mit der Pfanne, also da frische Kartoffeln drin machen, ist nicht gut. Das ist Edelstahlpfanne, da pappt alles richtig schön an. Ja. Wir können da voll vergessen. Also da habe ich auch eigentlich gedacht, die wäre besser, aber tja. Naja. Wir haben irgendwie seitdem wir
Zusammenleben seit 24 Jahren nicht eine vernünftige Pfanne gehabt. Ja, normalerweise kochen wir auch immer ohne Pfanne. Wir kochen normal direkt auf der Platte. Ja, genau. Das ist, ja, aber jetzt ehrlich, wir haben nie eine vernünftige Pfanne, glaube ich, gehabt, oder? Nein, alle Schrott. Auch wir hatten super teure Pfannen, auch vom Bofrost. War auch kacke. Muss ich jetzt mal sagen, tut mir leid, ist so. Da hatten wir schon einen Topf von, der hat sich aufgelöst. Da habe ich gedacht, oh, guck mal, in der Soße ist Vanille. Nee. Das war keine Vanille. Das waren keine Vanillestückchen. Das waren Stückchen von der Beschichtung. Ey, da habe ich mich geärgert. Ich habe gesagt, das darf wohl nicht wahr sein. Ne? Bezahlst du für so einen Topf ein Heidengeld? Ein Heidengeld? Ich dachte, das waren Euros. Und dann, ja, also so eine Schrott. Also das Einzige, oder wo der Topf auch richtig gut ist, da haben wir so einen Riesenbottich, wo ich meinen Grünkohl drin gemacht habe. Der ist gut. Ah. Der hat aber auch, glaube ich, 100 Euro kostet der normalerweise. Normalerweise kostet der 100 Euro. Aber ich habe den für null gekriegt. Besser gesagt, der Experte hat den für null gekriegt. Wow. Aber der Experte ist eben, ne? Ja. So, ich spüle noch immer so nebenbei, weil es einfach mein Hobby ist. Nein, wir haben keine Spülmaschine. So, ich haue euch jetzt hier in die andere Pfanne die Zwiebeln. Man kann die Zwiebeln auch noch, weißt du was, viele machen auch noch mit Mehl bestäuben. Ja, habe ich hier. Wegen Knusper. Ja, bla. Wollt ihr was Vernünftiges essen oder wollt ihr Mehl an den Zwiebeln haben? Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Genau. So. Und hier nicht wie andere Leute das machen. Kannst du ja nicht mit den Pfannen aus den Kartoffeln hier in die Zwiebel Apfelgeschichte rein. Das ist ja ekelhaft. Denn noch schlimmer ist ja, wenn manche Menschen da mit einem und demselben Löffel zweimal irgendwo aus der Soße probieren. Das geht ja gar nicht. Also da kriege ich ja halt hier sofort Lippenherpes, wenn ich sowas nur höre. Wolltest du mir was sagen? Ich habe das nicht gemacht. Wie, du machst das auch? Ich spucke immer in die Soße. Ach so. Ja, das heißt, du kennst das ja, mit Liebe kochen, ne? Ja, das ist ja, also wenn ich so einen Schwachsinn höre, wir kochen. Also ich mache jetzt nicht meinen, nur damit ihr es wisst, ich mache jetzt doch nicht meinen Kaiserschmarrn. Das ist ja schnell gemacht in so eine Tüte. Den mache ich nachher separat extra. Das ist jetzt nur Kochvideo vom Experten und für Expertin. Euch aller Leber, also mit Leber. Ja, ich weiß, da kommen ja viele Kommentare auf die Kommentare holen. Leber! Nee, besser ist Wild, du Mörder! Ist ja gar nicht vegetarisch. Ja, natürlich ist das nicht vegetarisch. Aber er hat es wild nicht selber geschossen. Er ist nicht der Mörder. Ihr habt es gesehen. Ich habe den Apfel aufgeschnitten. Da waren Kerne drin. Eine Leber gab es in dem Apfel nicht. Für manche jetzt vielleicht spannend und neu. Gut, also wir melden uns gleich wieder, wenn die Zwiebeln so weit sind, dass sie aussehen. Genau, wichtig ist, also pass auf, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Ich schmeiß jetzt hier nicht die Leber erst in die Pfanne rein, sondern ich mache bewusst erstmal die Apfelstücke und die Zwiebelringe in die Pfanne, dass die jetzt erstmal weich werden auch. Weil die brauchen deutlich länger als die Leber. Also erst schön Apfel und Zwiebel schmoren. Ja? Und dann sehen wir und hören wir uns gleich wieder. So, Experte ist wieder da. Jawohl, jetzt kommt, wir kommen langsam zum Ende. Das Ende ist nah. Jetzt sehen wir hier unsere Leber. Die Apfel-Zwiebel-Geschichte lasse ich in der Pfanne drin, schiebe ich zur Seite. Und jetzt haue ich. Kann man die aber besser rausnehmen? Das Ganze kann man natürlich auch rausnehmen, dann hättest du mehr Platz in der Pfanne, aber ist egal. So, Leber braucht man nicht so lange braten. Viele mögen die ja auch, wenn es eher innen drin noch rosa ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja schön und gut, ja. Aber wenn ich etwas koche und etwas brate, dann tue ich das, damit das gar wird. Ja, aber David, wenn das Kurzbratfleisch ist, so, kannst du auch totbraten, ne? Ich will es nicht totbraten, aber ich will es gerne durchhaben. Dann kann ich es auch gleich roh essen, dann spare ich nämlich noch Energie. Ja, damit das mal hier gesagt ist. Weil in der heutigen Küche, wenn ich mir die Kochshows anschaue, ja, da besteht die Kunst des Kochens darin, Lebensmittel
in einer heißen Pfanne oder irgendetwas zu schwenken, aber nicht, dass es warm wird. Schrei doch nicht so. Doch, weil mich das aufregt. Das regt mich auf. Entweder koche ich, dann darf es heiß werden, dann wird es auch durchgebraten. Oder ich lasse es ganz, dann esse ich es eben roh. Dann esse es roh! Ne? Also, dieser Schwachsinn soll, also entweder koche ich oder ich lasse es. Ich koche und ne? Ich brauche. Ne, jeder, machen die Möhren und Gemüse und Brokkoli, wir machen die extra eine Pfanne heiß, dann brutzelt der Fett da 10 Minuten in der Pfanne rum, dann läuft der Brokkoli einmal an der Pfanne dran vorbei und dann, das ist aber gut. Dann hat der noch richtig Biss. Ja klar, ist ja auch gar nicht mit der heißen Pfanne in Berührung gekommen. Was soll der Scheiß? Also Leute, wenn ihr kocht, dann kocht auch. Ja? Nicht so tun als ob. Ja, wenn ich Angst habe davor, Lebensmittel mit Hitze in Berührung zu bringen, dann habe ich einen Beruf verfehlt. Oder ich brauche Kochen nicht anfangen. Hier die Kartoffeln hier, ne? Hier, schaut mal. Ja, die liegen jetzt da schon eine ganz lange Zeit in der heißen Pfanne und Wunder, oh Wunder, da passiert gar nichts Schlimmes. Die werden nur heiß und knusprig. Ne? So, das regt mich dann auf. So, also Leber kurz braten auf beiden Seiten. Und dann sind wir im Prinzip auch schon fast fertig. So, ich mache mal noch ein bisschen Platz, dann kommen noch ein paar Stückchen da rein. Die anderen Stückchen kommen raus. So. Oh, es gibt doch noch mehr Kaiserschmarrn. Ich habe noch eine Tüte gefunden. Ja, guck, Gott sei Dank. Aber keine Rosinen, tut mir leid. Ja, ja. Also, ob er das leid tut, weiß ich nicht. Ich mag ja nicht keine Rosinen. Ja, die mag keine Leber, die mag keine Rosinen, die mag keine Kartoffeln vom Vortag. Die isst eigentlich gar nicht. Das ist auch wieder so ein Kandidat zum Kochen. Ich mag auch keine warmen Möhren. Halbe Stunde die Pfanne auf dem Herd, Fett ordentlich brutzeln lassen. Dann den Brokkoli nehmen. Was machen wir jetzt hier oder hier? Oh, machen wir so. Ja, als Beispiel. Hier ist kein Gemüse, aber hier so eine Birne, ja. So, guck mal, Birne. Eine heiße Pfanne. Ja, wirst du auch gar in der Pfanne, wenn ich dir die so zeige? Ja, bestimmt. Ne? So. Und dann kommt das wieder weg. Hör auf damit. Koch. Oder lass es bleiben. Damit halt die Klappe. Nein, das regt mich auf. Da mutiere ich zum Tier. So. Ja, so, hier. Da, die Leber. Ja? Da muss ich ein bisschen braun werden. Zack. Zack, schön von beiden Seiten. Und dann ist das in Ordnung. So. Die Stücke sind schon fertig. Jetzt brauchen wir noch eine Ablage. Weil sonst wird es wirklich nicht. Aber man darf es mal eben warm machen und durchbraten in der Pfanne. Alles andere ist einfach nur Zeit- und Energieverschwendung. Sag mal, ich esse die Leber ja auch roh, aber gebraten schmeckt mir einfach besser. Ist schon mal so. Also ich habe, wie gesagt, noch eine zweite Tüte gefunden. Warte mal eben da, gucken. Eine zweite Tüte gefunden für meinen Kaiserschmarrn. Und da habe ich jetzt so ein bisschen Zimt noch beigetan und ich schneide noch einen Apfel rein. So. Ja. Und das wird so quasi das Dessert. Obwohl der Experte ja nicht so gerne Kaiserschmarrn isst. Ach, der ist das schon. Aber wenn du den mit Liebe gemacht hast aus der Tüte, dann esse ich den. Die Tüten mussten weg. So. Ja. Hier, jetzt können wir. Der ist nicht so der Mehlspeisen-Fan, der so Pfannkuchen. Doch, hier, Mehlspeise. Guck mal, die Leber ist schön im Mehl. Ja, aber Pfannkuchen, das ist so, das ist ja eigentlich ganz. Ja, aber das hier ist eine richtige Mehlspeise. Leber im Mehl. So. Sag, das ist eine Mehlspeise. Oder täusche ich mich, ja. Das täuscht du. Aber es riecht sehr gut hier. Also ja. Ich kann das nur sagen. Ja, ich halte nämlich auch noch ein Messer an den Hals, damit die ja nicht verfolgt ist. Ja, aber Kartoffeln sind ja eh gleich dahin, das hatte ich da mal hin mit meiner. Ja, genau. Ich werde es nämlich schon mal essen, während die Expertin das Dessert macht. Kaiserschmarrn. So. Ach, jetzt habe ich die Tüte weggeschmissen, die man den macht. Ja, das ist natürlich doof, ne? So, nochmal durch die Kartoffeln nehmen. Genau wie du. Ja, guck mal, du und der Kaiserschmarrn, ihr habt das gemeinsam, ihr seid beide doof.
Was muss ich denn da gleich machen? Achso, Butter. Hatten wir eigentlich auch schon mal über Querdenker gesprochen oder so? Nee. Sollen wir das nochmal machen? Weiß ich nicht. So, ihr lieben Querdenker, so von wegen, bevor ich anfange mit Querdenken, erstmal unfallfrei geradeaus. Ja? Und dann kann ich mich mal langsam am Kreuzworträtsel versuchen. Und wenn das klappt, dann kann ich mal vernünftig mit anderen Menschen diskutieren und argumentieren. Querdenken, wenn ich das höre, ne? Also, nee. Haben wir Querdenker hier? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich bin ein Querdenker. Dann können wir mal... Ja, aber du schwimmst ja auch nicht mit dem Strom. Ja, heißt aber doch nicht, dass ich hier... Ach, nee, hör auf. Nee, nee, mach das Fleisch. Also so, Kaiserschmarrn ist echt schnell gemacht. Steht alles auf der Tüte drauf. Österreichische Art. Ich probiere den jetzt etwas mal. Guck mal, ob der Zimt rein. Ich probiere den mal etwas. Oh, geh zweimal mit demselben Löffel da rein. Dann war ja gerade Schublade drin. Nein, Zimt rein. Das soll ja auch nur so ein Hauszimt sein, ne? Weil zu viel Zimt schmeckt dann auch nicht. So. Der Apfel war nicht. Ich hatte erst so einen roten Apfel geschält, aber der war nicht. Deswegen habe ich noch einen roten. Der war voller Würmer. Nee, das nicht, aber der schmeckte ganz, ganz komisch. War mehlig, aber nicht mehr lecker. Ja. Ja, ich brate die Leute gucken schon seit. Ja, er brät an, ne? Wir kommen gleich wieder. Hallo. So, ich habe Sahne geschlagen mit meiner Maschine. Ja. Das ist natürlich super wichtig, dass du zeigst, wie geschlagene Sahne aussieht. Sahne schreib schon mal zum Kaiserschmarrn. Jetzt schreib dir bitte mal in die Kommentare. Oh, gut, dass du gezeigt hast, wie die geschlagene Sahne aussieht. Das haben wir noch nie gesehen. Ne? So. Die Leber ist fertig und so sieht das Ganze jetzt auf dem Teller aus. Ne? Schön, darunter unter der Leber sind die Zwiebeln, ringsrum ein paar Bratkartoffelchen und der Experte geht jetzt essen. Wenn ihr das nachkochen wollt, viel Glück und guten Appetit. Ja. Ich werde jetzt essen. Ja. Macht es gut, bin raus. Und ich melde mich gleich nochmal zum Kaiserschmarrn. Den hauen wir jetzt so hinten drauf. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein Stück Leber probiert. Das musste jetzt einfach mal sein. Und soll ich mal sagen, die Spitze, wow, die ist unheimlich mild im Geschmack. Also nicht irgendwie so, oh, das ist so ein unheimlich starkes Wildgeschmack. Und wild. Nee, überhaupt nicht. Total super lecker, ganz toll. Also, wir kommen jetzt zum Kaiserschmarrn. Ich habe die Platte jetzt angemacht, die Pfanne. Und da steht jetzt halt ein Stück Butter in die Pfanne geben. Das werden wir natürlich machen. Dann warten, bis es geschmolzen ist. Ja. Dann kann die Biotüte hier auch mal weg. So. Also echt bombenmäßig gemacht. Muss ich sagen. Echt super lecker. Mhm. Das ist jetzt mein Kaiserschmarrn. Zwei Tüten. Das Einzige, was ich jetzt noch reingetan habe, Zimt. Und einen Apfel. Ja. So, jetzt warten wir mal, bis Butter geschmolzen ist. Genau, ich wollte ja schon mal die Sahne hier rein tun, damit die in den Kühlschrank kann. Ich habe jetzt auch kein Zucker noch an die Sahne getan. Weil einfach auch genug Zucker beim Kaiserschmarrn drin ist. Deswegen reicht das. Ja, warum habe ich jetzt eigentlich die Sahne geschlagen? Ja, ich habe mal wieder Sahne, weil ich habe euch ja gesagt, kochen tue ich nur mit Kondensmilch. Aber die habe ich wieder geschenkt gekriegt. In der Lidl-App. Ja, konnte man sich aussuchen. Entweder Sahne oder irgendwas anderes. Und ich habe das genommen. So. Genau. Jetzt tue ich ein bisschen Folie halt drüber. Über die Sahne. Sonst nimmt Sahne immer so schnell Geschmack ab vom Kühlschrank, ne? Und das ist überhaupt nicht. So, die kommen jetzt erstmal da rein. Irgendwo, nirgendwo. So. Genau, also auf der Tüte steht 200 ml kalte fettarme Milch. Gut, ich habe immer 3,5% Milch, 1,5 Kaugummi nicht. So, ein Esslöffel Butter haben wir jetzt gemacht. Erhitzen, in den Teig hineingießen und die untere Seite bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten goldgelb backen. Den an der Oberfläche noch etwas flüssigen Teig vierteln, wenden und die zweite Seite bei schwacher Hitze
Goldbraunbacken. Da sind keine Rosinen drin. Gott sei Dank, ich mag das nicht so. Kann man aber auch reintun noch, ne? Und dann einfach mit zwei Pfannenbändern in kleine Stücke zerreißen. Eine Minute weiterbacken. Kaiserschmarrn mit Puderzucker bestreuen und nach Belieben mit Apfelmus, Zwetschgen oder Kirschkompott servieren. Jo. Zucker werde ich jetzt aber auch nicht mehr da Puderzucker drauf geben. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Puderzucker habe. Muss ich jetzt mal gucken. Ha. So, den gebe ich jetzt da rein. Und dann warten wir mal halb, bis es stoppt. Der Experte genießt jetzt seine Leber. Mein Auflauf ist auch gleich fertig. Aber ich kümmere mich jetzt natürlich erstmal um den Kaiserschmarrn. Ne? Den lassen wir jetzt wirklich so stocken. Und ja, mein Auflauf ist auch fertig. Den mache ich jetzt aus. Kann ich aber später essen. Und da würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder zum Zerteilen des Kaiserschmarrns. Bis gleich. So, es fängt jetzt schon leicht an zu blubbern. Meine ganzen Pfannenbänder sind irgendwie in Gebrauch. Ah, hier oben habe ich auch noch einen liegen. Hängen. So. Und ich werde aber den jetzt schon mal hier so bewegen, weil ich möchte nämlich nicht, dass der anbrennt. Ha? Ja, oh. Richtig perfektes Timing. Und ja, ich weiß, so macht man das nicht, aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass der mir anbrennt. Deswegen ja. Gehen wir einfach jetzt schon mal da durch. Na, sonst hat man wirklich dann auf der anderen Seite dann angebrannt und ja, das will ja auch keiner essen. Ne? Und es setzt schon wieder leicht an. Wir haben hier Scheiße. Wir haben hier Scheiße. Also wir haben hier Pfannen, die kannst du echt eine Tonne kloppen. Naja. Wir machen das jetzt einfach. Irgendwie kriegen wir schon hier einen Kaiserschmarrn hin. Nicht schön, aber selten. Naja. Den zerpflücken wir gleich. Richtig. Aber der wäre mir jetzt, wenn ich wirklich 5 Minuten gewartet hätte, wäre der mir jetzt total verbrannt. Ich habe gehört, du hast meine Leber probiert und was dazu gesagt. Ja. Gar nicht mal so schlecht, oder? Richtig gut, also muss ich sagen. Ich bin kein Leberfreund, ne? Aber die war mega. Ist leider nicht mehr da. Willst du noch was davon? Nee. Ich habe nur probiert. Ein ganzes Menü möchte ich dann doch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob der Kaiserschmarrn was wird. Wir sehen uns mal gleich wieder, ob er was geworden ist oder nicht. So, ich hätte nicht gedacht, dass es doch noch was geworden ist, wäre. Tralala. Aber ich musste mir einen anderen Pfannenheber nehmen und jetzt ist es doch noch was geworden. Na, den mache ich jetzt auch aus. So sieht mein Kaiserschmarrn aus. Ja, etwas dunkel, aber das kommt vom Zimt. Also es ist nicht irgendwie angebrannt. Aber den mache ich jetzt aus. Und dann haben wir jetzt, also man kann Vanille-Eis, Vanille-Soße, aber wir haben einfach nur Sahne dabei, weil das eine kurzfristige Idee war. So mache ich jetzt aus, ziehe ich weg und das war's. Und ich möchte noch eine Frage stellen an alle, an dich. Nochmal zurückzukommen auf das Hauptgericht. Ja, wir kommen zum Punkt. Auf die Leber. Jetzt habe ich die Leber vor dem Braten gewürzt, unter anderem mit Salz. Und jetzt fragen wir mal die Expertin, war denn die Leber hart? Ja. Und jetzt sagt die Wahrheit, war denn die Leber hart? Ja. Ja, alles klar. Die Leber war oder ist butterzart. Ja, die ist butterzart gewesen. Das so. Habe ich aber auch schon gesagt und jetzt ist gut mit der Leber. Ich möchte da nur noch mal drauf hin, eben... Ich weiß nicht, wer solchen Blödsinn in die Welt setzt. Entweder kann ich kochen und braten, damit die Leber nicht... Weil die Leber wird so oder so hart, wenn man sie zu lange brät. Genau. So. So einfach ist das. Ja, und ich... Ja, willst du jetzt hier noch was sagen zum Abschied? Das ist doch deins. Ja, und zum Abschied wünsche ich euch alles Gute. Dahin. Ich sehe aus wie ein Schwein und bekleckert habe ich mich auch. Ja, das wissen wir. So, komm. Komm. Nun warte. Du bist gerade in der Kamera. Mhm. Eigentlich ist die Kamera viel zu klein, dass ich da reinpasste. Ja, wir sind jetzt fertig mit unserem ersten gemeinsamen Kochvideo. Wir haben es beide. Und jetzt seht ihr uns auch mal in voller Pracht. Wir haben es beide fast unverletzt überlebt. Ja, ich habe alleine gespült und abgetrocknet. Wie immer.
Und wir haben auch nicht viele Opfer zu beklagen, oder? Ist der Putzer noch da? Ja, der ist irgendwo. Der ist bei mir, der wollte ja haben. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das Dessert dann auch noch schmeckt. Und ich würde sagen, wir sind dann raus. Danke fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Er war sehr streng. Wer, ich? Das ist ein bisschen viel sehr gemeckert und gemotzt. Und ja, das regt mich aber auf, wenn ich ein Gemüse über eine heiße Pfanne halte. Und dann, das hat nichts mit Kochen zu tun. Wenn gekocht wird, dann hat das Gemüse so, oder das übrigens Fleisch in die Pfanne rein. Und dann darf es auch verbleiben. Diesen schönen Pulli habe ich übrigens bei Shein nochmal bestellt, weil ich noch was für meine Schwester bestellen musste. Aber auf. Und deswegen habe ich mir den mitbestellt, damit sich das lohnt. Der ist doch ganz schick. Oder den halt jetzt mal die Klappe, wenn ich erzähle. Du musst dir das mal abgewöhnen, wenn du immer ins Wort fallen für andere Leute. Aber nicht in die Nähe der Pfanne legen und dann. Ja, wir haben es jetzt alle verstanden. Ich habe gekocht, guck mal. Ja, wir haben es alle verstanden. Wie bissfest der Brokkoli noch schreien ist. Es regt mich aber auf, weil das nichts mit Kochen zu tun hat. So. Wenn der also Brokkoli noch bissfest ist, dann ist er nicht da. Wir möchten jetzt aufhören, weil der hat es auch nicht mehr alles stramm. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und danke für alles. Tschüss. In die Pfanne.